So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, der vergessene Epoche. Im letzten Part sind wir schon mal mit der Straße der Prüfungen, haben die Straße der Prüfung weitergemacht, so. Und jetzt sind wir auch schon oben angekommen. Na komm, leg einfach das Ding da rein, passt schon. Und Halleluja Leute, was ist denn das da links für ein netter kleiner Phönix? Wir sind Oben. Haha. Und da kommt er zu spät. Ihr wollt ja schnell. Vielleicht seid ihr doch eine gewisse Herausforderung da. Doch nur bei der Schnellbahn heißt das noch lange nicht, dass ihr auch stark seid. Herausfordernd oder nicht, der Sieg ist mein. Lass den Kampf beginnen. So, let's Bricks, die zweite. Nein, natürlich nicht, aber er hat die gleiche Kampfmusik wie Bricks. Was machen wir? Ich würde mal ganz spontan sagen, angreifen. Ich werde mal einfach mit allen kurz so angreifen, um zu gucken, was hat er denn als eventuelle Schwachstelle, wenn ich wieder jedes Element... Gut, Wind ist es schon mal, ja. Bam, Feuer ist es schon mal, ja. Mutter Erde, das heißt Venus wird es auch sein. Ja, okay, alles ist seine Schwäche. Das ist schon mal gut zu wissen. Und Gletscher ebenfalls. Zack, zack, zack. Gut, er hat jedes Elementar als Schwäche. Starker Hieb! Ja, komm. So stark war der nun auch wieder nicht. Das erhöhen. Attacke. Wo ist denn die Attacke? Hier. Sparen. Attacke erhöhen. Tja, was machen wir denn mal mit ihr? Verhindern mal den Agni. Auf dich selbst. So. Und du? Elementarer Widerstand wird ja eh nicht benutzt. Na gut, dann halt. Die Runde so nutzen, dass wir... Ach, ich bin so blöd. Wieso benutze ich immer Dunst und Umbra gleichzeitig? Das ist doch Schwachsinn. Ja, ja. Ich werde das auch noch lernen. Sparen. Angriff erhöhen. Zack, 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 zack. Dann mach du mal. Flüstersamen. Oh doch, der elementare Widerstand sollte vielleicht doch erhöht werden. Das wäre gar nicht so unklug, wie ich gerade. Blüte, heile uns. Kohle, wir sind glaube ich eh schneller, aber den können wir nochmal beschwören gleich. So, du beruhigst dich mal, Kollege. Und du auch. Ja, beruhigen, indem ich ihn mit Frische auf die Mütze kloppe. Genau. Blüte! Blütenstaub! Kohle! Yay! Gruppierung, schneller zu werden! Und wie? So, jetzt sind wir auf alle Fälle schneller. Kristallstaub. Ja, ich sollte den Widerstand definitiv doch erhöhen. Wir setzen einfach diese Items ein, um Elementarschaden zu machen. Ich glaube, es hackt. Wow. Und zwar gar nicht mal so nett. Gut, 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 gut. Dann wird jetzt mal Zeit für Beschwörungen. Frage jetzt nur für welche. So, was reicht denn da noch, wenn wir das so machen? Mal gucken, haben wir noch Merkur und Venus. Okay, alles klar. Dann. Felix, du nimmst Venus. Venus, Venus, Venus. Du musst uns heilen, Mädchen. Du benutzen Flora. Und du, Odysseus. Flora! Zack, zack, zerstöre sie. So, einer ist eingepennt. Perfekt, der kann schon mal in dieser Runde nichts mehr machen. Heilaura. Das ist auch schön. Dann werden wir diese Runde auch locker überleben. Bam, 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 bam. Los, Aaron und Odysseus. Die linken beiden, also die beiden Äußeren, werden natürlich sehr viel schneller sterben. Ist ja klar. Als der Maopa selbst. Aber auch da werden wir schon ein Mittel haben. Ey! Voll nicht nett. Immerhin, der Typ steht im Pennen. Pennt im Stehen. Nicht so. Wie mache ich es mal andersrum? Okay, wir benutzen mal einfach die Chance, um normal anzugreifen. Ja, schneller heilt. Vielleicht heult ja irgendeine Attacke auf. Das wäre echt nice. So, und den Widerstand erhöhen wir jetzt doch mal. Heilaura! Yay! Miau, 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 miau. Und es heilt natürlich erstmal nichts prompt auf. War ja klar. Kristallstaub. Bam, und schon kriegen wir weniger Schaden. Setzt der Elixier ein. Ich glaub's ja nicht. Adjutant. Adjutant. So, das war's. Ja, Petra. Ich zeig euch mal Petra. So. Zunder brauchen wir jetzt nicht. Nein, 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 halt. Du stehst in der Mitte. Das machst du mal schön auf dich selbst. Fauch. Und so, einfach mal auf den Boss. Bam, 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 bam. Und schon wieder dumm, warum mache ich bewegungsunfähig, wenn ich dann Redox einsetze? Wieso mache ich so einen Scheiß? Das ist voll unintelligent.
Aha. Starker Hieb. Zack. So stark war der gar nicht. Das habe ich schon mal gesagt. Und alles verbündet sich wieder. Perfekto Mento. So, was können wir denn beschwören? Oh, wir können Neptun? Na, aber das machen wir nicht. So, Felix. Normaler Angriff mal auf den. Jenna, wie... Ist da nicht dein Merkur-Gin noch auf Standby? Ach, du trägst ihn ja gar nicht. Ups. Deiner? Ach, Gelee wurde natürlich zum Beschwören jetzt benutzt. Das ist ja unpraktisch. Ja, gut, dann mach du halt mal Zagan. Normalerweise nehme ich lieber, dass der Elementarschaden gestärkt wird, der sowieso von dem Charakter gebraucht wird. Aber die Situation der Maßnahme verlangt es so. Und so langsam können die beiden Äußeren auch mal den Löffel abgeben. Zagan, Walter deines Amtes. Zack. Aber ich glaube, die haben nicht so wirklich Bock dazu. Bam, bam, bam. Bam. Flüstersamen. Jenna wird sowieso nichts anderes machen als heilen. Oh nein, die Geschwindigkeit ist wieder normal. Das finde ich gar nicht gut. Gar nicht gut. Ferrum. Ah nee, du musst heilen. Warte mal, dann anders. Blüte. Kohle. Gelee einfach nur, damit er wieder weg ist. Und du, mein Lieber, setzt mal Umbra ein, um uns zu schützen. Und ich trinke wieder was. Hallo, Kohle. Bam, bam, bam. Gelee. Macht dir nicht sonderlich viel Schaden, naja. War zu erwarten. Da normal wird sich direkt wieder die Defense. Ferrum. Du musst uns heilen. Fauch auf den Monkey. Und du beschwörst mal Neptunoid. Bam. Wie gesagt, langsam. Oh, es ist auch noch tödlich vergiftet. Ja, der ist bald weg vom Fenster. Wenn er jetzt nicht ein Elixier reinschiebt. Was er natürlich noch in der Runde ändern darf, sein Befehl. Denn er wusste ja gerade, dass der Befehl... naja, die Angriffe des Gegners werden, glaube ich, erst dann ausgewählt. Aber er kommt eh nicht mehr zu irgendwas. Ja, ich würde sagen, du hast ein kleines Problem, Kumpel. Deine komische Nussheilung, da wird dir nicht mehr viel bringen. Attacke. Zack, zack, zack. Könnte man irgendwas aufheulen? Ja, heil dich nur weiter. Zack, 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 zack. Schmelzlohe! Schade, ich dachte, das wäre vielleicht ein geiler Finalschlag. Stattdessen macht Cosmas. Wow, 3300. Schon gut, schon gut. Ihr habt eure Stärke bewiesen und ihr seid in der Tat wahre Helden. Wie versprochen, sollt ihr die Aeolis Jade bekommen und wir nehmen den Schamanenstab. Felix erhält Aeolis Jade. Nach vielen Jahren hat sich der Eid, den Hauptnar Aegelos geleitet hat, nun endlich erfüllt. Ich bin jetzt müde. Ich kehre ins Hamandorf zurück und werde mich dort ausruhen. Ihr müsst auch erschöpft sein. Kehren wir ins Dorf zurück und ruhen uns alle aus. Wie er da gepennt hat gerade. Ja, wir sind wenigstens noch voll aufgeladen. Okay, alles klar. Schön, schön. Hallo. Zack. So, Jelly lasse ich direkt mal an, weil der wird gleich eh abgelegt. Alex, hier erhalten. Ja, ja. Und Tschüssikowski, Alex hier. So, tragen die eigentlich alle wieder die Rüstungen? Ja, ihr seht schon, da hat sich nichts verändert. Die Aeolis Jade sollten wir vielleicht mal Cosma anlegen, dadurch lernt sie nämlich eine weitere Psynergie. Ja, ja, viel Windpsynergie hier in dem Spiel. Aber coole Sachen alles, coole Sachen. Die Leute reden jetzt übrigens mit uns. Guck mal hier. Ihr habt also die Straße die Prüfung gemeistert. Mopo war sehr beeindruckt von euch. Ich werde jetzt aber nicht nochmal mit allen reden. Werd dann natürlich in den sehr erlesenen Waffenshop gucken. Oh, Silberklinge. Die schlecht ist. Okay. Da aber, Kristallstab. Ach nee, Quatsch, Kristallstab, den hatten wir doch. Magischer Talar aber, ja. Talar, geh weiter, Robbe, und tschüss. Ein Spieleticket für Cosmo. Oh, wir können damit so zocken gehen, Leute, später. So ein Heiltrank für Felix. Ah, halt, 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 halt. Der hatte noch Psynergesteine. Den will ich auch noch haben. Rums. So. Dann könnt ihr jetzt noch ein paar Sachen von uns nehmen. Hier An- und Verkauf quasi. Diese Klaue braucht kein Mensch mehr. Und hier, das Teil.
So, sonst noch irgendwas? Ich sehe gerade, wie dort Cosma Psine gegen Kristalle. Ach, Cosma trägt die eigentlich. Dann gebe ich dir die gleich mal. Ja, schön. Okay. Eigentlich sollte man sie ja besser aufteilen, die Items, aber... Scheiß drauf. Habe ich keine Lust zu. Zack. So, dann ist es auch recht ausgeglichen gerade wieder, sehe ich. Das ist schön. Sehr schön, schön ist das. So, wir holen uns erstmal natürlich das Wichtigste in diesem Dorf. Den Djinn. Der da oben ja noch... Ja, ich wollte schon sagen, wir müssen uns aber schön rein, ne? Wo ist denn der Alte da oben? Ja, mich besiegt und doch habe ich eure Namen noch nicht. Nennt ihr mich sie? Ja. Felix, Fender, Cosma und Aaron. Ich werde mich immer daran erinnern. Niemals vergessen wir die Namen der Helden, die wir im fairen Kampf bezwingen konnten. Und Crayden wurde nicht genannt. Wieso nicht, Mann? Tja, du bist halt unbeliebt wie Sau, mein Freund. Selbst hier im, am Arsch der Welt. Tja, naja, Crayden bekommt, was er verdient. Wir gehen hier lang. Denn jetzt können wir uns den Djinn nicht holen. Denn ich habe was vergessen. Ich voll Otto. Ah. Gut, dass das so geklappt hat. Gut, dass ich auch erstmal hier jetzt falsch gegangen bin. Immer besser hier, Leute. Immer besser. Ich krieg mich kaum noch ein. Hätte ich gewusst, dass jemand die Straße der Prüfung beschreiten würde, hätte ich mich nicht eingesperrt. Ich wäre mit dabei gewesen, hätte den Kampf beobachtet. Von unten, auf der Spitze des Berges. Naja. Aha, ein Glücksmedaillon. Und Leute, auf zurück nach Lemuria. Nee, lass mal stecken. Ein andern Mal, wenn ich wieder nach Yalam zum Schmieden gehe. Verschieber. So, und deswegen konnte man das nicht vorher machen, weil wir natürlich nicht vorher in den Truster könnten. Und da steht schon irgendein komischer Typ. Den wollen wir doch mal ansprechen. Weiß aber nicht, ob ich das noch in diesem Part mache. Oder, ja doch. Passt. Schon. Ja. Was mache ich denn für eine Rotze? Wie ich alles doppelt und dreifach abgehe. So, aber erstmal, bevor ich da zum Djinn gehe, irgendwer hatte hier noch hier so ein Status-Boost-Item, glaube ich. War das hier? Nee. Jahrelang das Volk Kasperia gegen das Volk von Ateca gekämpft. Selbst unser Dorf wurde von den Wellen des Krieges erfasst, so auch das Volk von Contigo. Oh, Krieg ist nickers gut. Niemand mag Krieg. Jedenfalls sollte niemand das mögen. So. Dim. Und abwärts geht's erneut. Wir sind übrigens jetzt hier schon fertig und können bald schon zum nächsten riesigen Anhaltspunkt in Golden Sun gehen, der storymäßig natürlich bergauf, steil bergauf geht. Aber dazu erst so viel, wenn es soweit ist. Back rüber. Schön. Hallo Jupiter Djinn. Wirbel? Fragezeichen? Müsste Wirbel sein, oder? Na? Der Jupiter Djinn Aroma folgt Felix, dann eben Aroma. Wirbel müsste woanders sein. Okay, den kriegt Cosma. Und ihr seht schon, die Leiste ist länger geworden. Cosma erreicht wieder keine Klasse. Bleibt Eremit. Aber wir können den schon Aaron geben. Und jetzt passiert es. Beide werden einen Klassenaufstieg erleben. Vom Eremit zum Magister, von Kapitän zum Admiral. Das sind ihre letzten Klassen. Sie lernen... Achso, ja, klar. Moment, gucken wir uns nochmal passend an. So. Natürlich nur Aaron erreicht Klasse. Lerner können keinen Sinn, kriegt aber einen ordentlichen Werteboost. Und Cosma... kriegt natürlich keine neue Klasse. Das war nur, weil sie einen Merkur-Djinn trug. Ich trottel. Zack. So. Wollen wir nochmal mit dem Verkloppten da reden, der am Lagerfeuer steht? Hallo. Mirakel, Wolle, Staub und Sterne. Die Zukunft sehe ich in der Ferne. Der will ein Rap-Battle oder was? Jo, Mann, ich mach dich platt. Ich bring dich hier voll auf Zack. Du hast keine Chance gegen mich. Wenn ich mit meiner Faust dein Gesicht zerbrich. Das Wort heißt zerbrech. Das ist mir egal, Alter. Ihr möchtet also einen Blick in die Zukunft werfen? Ja. Nun, da habt ihr einen guten Zeitpunkt gewählt. Ich werde es tun. Mirakelworte, Staub und Stern. Ich sehe die Zukunft in der Ferne. Schleicher, Dunst und Nebelwand. Die Zukunft liegt in eurer Hand. Ey, der Typ hat guten Flow. Leben, Tod und Ewigkeit. Was hält das Schicksal wohl bereit? Mann, hör mal auf, Mann. Ich kann es deutlich sehen. Euer Leben voller Gefahren. Das hat dich gereimt, du hast verloren.
Oh, was für ein Schicksal. Hört zu, geht nicht nach Süden. Böse Dinge lauern dort. Oh, wie schrecklich. Schlimmer als Worte beschreiben können. Genug, genug. Okay, der Typ hat uns gesagt, wir sollen nicht nach Süden gehen. Und was machen wir dann natürlich... Na, schön. Was machen wir dann natürlich prompt? Richtig, nach Süden gehen. So. Aaron hat auch mal verdient, ein bisschen glücklicher zu werden, der Arme. So, Leute. Das war's dann für heute mit Golden Sun, die vergessene Epoche. Im nächsten Part auf nach Süden. Bis dahin. Ciao.